Herzlich willkommen zu einem neuen Hotelvideo, heute aus dem Castillo Alcazar im Europapark. Heute kein normales Zimmer, sondern ein Parkblickzimmer für 253 Euro die Nacht. Und Mareike zeigt euch jetzt das Zimmer. Da geht's lang. Direkt vor unserem Zimmer ist ein betriebsbereiter Cola-Automat, wo es auch Wasser und Eistee gibt. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Blick haben. Parkblick, dann hoffe ich mal auf Atlantica. Guten Tag, hereinspaziert in unser Castillo Alcazar. Alcatraz. Zimmer. Schön groß. Wir gehen aber erst ins Badezimmer. Das erinnert mich ans El Andalus natürlich. Hier sind ja auch Aneinandergrenzen. Wir haben sogar für 4 Personen Handtücher erhalten. Mhm. Haben wir auch für 4 Personen bezahlt? Ich hoffe nicht. Nein, haben wir nicht. Ja, genau. Also hier ist alles da. Ein Föhnseife, eine Dusche, 2 Duschen, eine Regendusche und... Ja, das sieht super aus. Eine Wasserdusche. Ja, man kann sich das hier auch warm machen. Man dreht es auf und dann hat man hier Wärme. Für den Winter. Genau. Wir haben eine Klimaanlage. Sag mal, geht das eigentlich aus im... Das ist sicherlich hier. Ja, oder ich weiß nicht. Ja, wir haben 2 Hochbetten mit Autogrammkarten, einmal Eurofund. Oh, warum haben wir nicht Böckli? Ich will Böckli. Mareike steht auf Böckli. Böckli ist toll. Böckli ist süß. Ja, genau. Ein großes Zimmer wie eine Burg aufgebaut. Wir haben einen schönen Tisch mit einem Hocker und einem, ja, wie so ein Lesesessel würde ich jetzt fast mal behaupten. Der Fernseher ist da, dann haben wir eine Fernbedienung, die diesmal nicht eingepackt ist. Das ist wohl nicht mehr so. Ja, stimmt. Die letzte Zeit während Corona waren die Fernbedienungen immer extra verpackt. Das ist jetzt nicht mehr so. Das habe ich gestern in einem Hotel tatsächlich auch noch bemängelt. Bemängel ich jetzt auch. Ich finde es verpackt besser, ist hygienischer. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Wenn du uns Käferchen findest, Käfertipp. Aha. Ein Käfer. Hallo. Ja, wir haben hier einen sehr schönen... Ja, das ist... man soll die Käfer hier nicht anscheinend nicht töten. Öffnen Sie das Zimmerfenster nur bei geschlossenem Sonnen- und Insektenrollo, weil hier wohl Käfer sind. Und die wahrscheinlich artgeschützt sind. Ja. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Einen Schrank, den wir nicht benutzen werden, weil wir hier nur eine Nacht übernachten. Vorerst. Gibt es einen Safe? Nein. Gibt kein Safe? Wow. Okay. Oder? Nö. Tatsächlich, es gibt keinen Safe. Wundert mich jetzt. Bei dem 4-Sterne-Hotel müsste es eigentlich einen Safe geben. Vielleicht finden wir den ja gleich noch. Ja. Da unten im Schrank ist auch nichts drin. Okay. Ja, das Beste ist natürlich der Blick. Fangen wir mal unten an. Santa Isabel Pool, Wasserspielplatz, eine Außenterrasse hier noch. Da sind die Pferde und hier haben wir einen Blick auf Wodan, Atlantica Supersplash und Blue Fire. Wir befinden uns in der 5. Etage. Dadurch ist der Blick jetzt nicht ganz phänomenal. Muss jetzt jeder selber wissen, ob er den Aufpreis bezahlt. Normales Zimmer 219, das hat jetzt 253 gekostet. Würdest du es nochmal buchen? Ja, ich finde den Blick genial. Der Blick ist echt natürlich genial. Natürlich könnte es höher sein, aber man, das ist ja alles Glück. Und für 2 ist eh alles ausgebucht. Ich finde es cool. Das war das letzte Zimmer, was wir bekommen hatten zu der Seite, deswegen konnten wir das Zimmer nicht wählen. Normalerweise kann man das Zimmer als Hotel Friends Mitglied wählen. Ja, dann würde ich sagen, morgen früh gibt es ein Fazit, wie wir geschlafen haben. Wie ist das Bett? Alt, aber alt. Ich glaube, bequem. Ich werde schon müde, nur weil ich hier drauf liege. Dann werden wir euch das Abendessen zeigen. Wir haben das Castillo reserviert. Da zeigen wir euch das Buffet. Ist ein brasilianisches Rodizio. Und beim Frühstück morgen früh nehmen wir euch auch mit. Demnach, bleibt dran. Tschüss. Guten Morgen, 6.55 Uhr aus dem Castillo Alcazar. Guten Morgen, Europapark. Mareike kann noch nicht reden, Mareike ist noch heiser und hat Husten. Wie immer noch kein Corona, immer noch eine Erkältung, Nachwirkungen davon. Wir gehen jetzt frühstücken, wir zeigen euch das Frühstück im Castillo Alcazar. Für uns das erste Mal, noch nie hier gefrühstückt. Ja, dann gehen wir mal müde runter und schlagen uns den Bauch voll, obwohl wir wie immer keinen Hunger haben um diese Uhrzeit, aber geht gleich in Rolantica. 8.23 Uhr geht der Shuttlebus rüber, deswegen müssen wir ein bisschen früher heute frühstücken und auschecken müssen wir heute hier auch noch.
So, wir sitzen im Restaurant. Es gibt auch einen Außenbereich. Unser Tisch ist ein bisschen dunkler gehalten, relativ nah am Buffet. Und das ist unser Tisch. Und wir gucken jetzt mal, wie das Buffet aussieht. Mareike ist schon am Buffet. Das gibt Pancakes. Es gibt Pancakes. Toastbrot, verschiedene Brotsorten, Brötchen, Laugenbrötchen, Sesam- und Mohnbrötchen, Körner, Bananen. Rührei, Ei, Spiegelei. So, dann schauen wir mal, wo die Müsli-Sachen sind. Da Mareike ist schon da hinten. Sehr große Auswahl. Wie findest du die Auswahl? Ganz gut. Ja, ne? Sehr gute Auswahl. Stimmt. So, wir haben, es ist sehr dunkel, ich weiß, es ist sehr, sehr dunkel hier. Eine Zimtschnecke, Croissants, Schokobrötchen, Rosa, heiße Milch mit Schokopulver und Mareike hat ein Croissant, ein Brötchen. Ich hab so das Standard-Level. Das Standard, ja. Guten Appetit. Wie hat dir das Frühstück geschmeckt? Lecker. Ich fand's gut. Es war sehr voll um 7 Uhr morgens schon, aber ich fand's trotzdem sehr, sehr lecker. Ich bin satt geworden. Jetzt muss ich husten. Ich fand es auch sehr, sehr gut. Ich bin aber, wie gesagt, kein Frühstücker. Das wisst ihr mittlerweile auch. Und wir sind vollgefressen. Trotzdem, Pancakes waren sehr lecker. War sehr voll, wie Mareike schon sagte. Und das war das Frühstück. Es war sehr dunkel. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was oder hat ein bisschen was gesehen. Und für uns geht es im Castillo Alcazar weiter. Nämlich von Samstag bis Montag haben wir nochmal 2 Nächte gebucht. Dann gibt es auch das Abendessen aus dem Castillo Restaurant. Ein Buffet mit Rodizio-Style. Und bis dahin könnt ihr euch den Vlog hier oben anschauen. Rulantica. Da gehen wir jetzt hin, den neuen Außenbereich checken. Mal schauen. Wetter ist perfekt. 29 Grad und sonnig. Und heute steht Rulantica an von 9 bis 22 Uhr. Bis Samstag. So, zum Vergleich zeigen wir euch jetzt mal das Standardzimmer für 219 Euro. Was ganz anderes sage ich euch jetzt schon. Hier sieht man jetzt schlecht, aber hier ist der Fahrstuhl direkt. Und dann ist hier eine Tür für 2 Zimmer. Wir haben 495. Steckt man hier seine Karte rein und dann kommt man in einen Vorraum. In dem Vorraum ist unser Zimmer, aber auch ein anderes Zimmer. Und da zeigt euch jetzt Mareike den Unterschied zu dem Standardzimmer Plus. Hi. Ja, das ist ein kleines Zimmer. Ich meine, erst kommt es einem sehr eng vor und wir haben uns auch beide schon gestoßen. Ich fange mit dem Badezimmer an. Es gibt 2 Kleiderbügel.
Dann Standardbadezimmer, so wie wir es da vorgestern hatten. Stimmt, auch mit Regendusche trotzdem. Aber immerhin haben wir den. Oh. Bitte warten. Oh, ist ganz schön warm, wenn man hat den Ausblick auf Rodern, Atlantik auch so ein bisschen. Und das ohne Aufpreis. Allerdings halt vom Bad aus. Wir befinden uns übrigens in der 4. Etage. Ja, genau. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ja, dann. Genau, hier ist. Mein Gott, da ist der Rest. Ja. Haben wir dann den Rest vom Schützenfest. Fernseher, Bett. Gleiche Ausstattung wie beim Standardzimmer Plus. Oh, bessere Matratze. Bessere Matratze bisschen, sogar. Bisschen nicht so durchgelegen als gestern. Dann ein Schrank. Ohne Safe natürlich wieder. Natürlich ohne Safe. Castillo hat keine Safes und jetzt ist der, das ist der eigentliche Zimmerausblick. Und daran, das kann sein, daran sieht man halt, dass das Zimmer knapp 30 Euro günstiger ist oder war. Über 30 Euro sogar. Dann haben wir da hinten nochmal zwei Fenster. Es ist aber trotzdem relativ dunkel in diesem Zimmer. Und hier kann man nochmal aus Santa Isabel gucken. Und auf den Pool nochmal. Ja. Aber wie gesagt, es ist kein Durchgangszimmer. Ist jetzt auch okay, oder? Ist klein. Ich find's klein. Ich fand Santa Isabel und das Standardzimmer Plus auch schöner, aber ist jetzt nicht schlecht. Nee, aber ist klein. So, und dann melden wir uns gleich wieder vom Buffet. Nee, das ist nur ein Zweierzimmer, ne? Da fehlt ein Doppelbett. Stimmt. Nur mal so, als, deswegen ist es so klein. Richtig. Und wir kommen gleich wieder vom Buffet. Castillo Brasilianisch Rodizio. Mareike hat wieder Tiere entdeckt und ist gerade bei den Pferden von der Show El Baron. Hola, buenos dias. Buenas noches. Wir waren gerade essen, Buffet essen. Vorneweg, wir haben 80 Euro bezahlt für ein Abendessen. Also als wir vor Corona noch dort waren, war das um Längen besser, um Längen mehr. Das war diese spanische Rodizio. Okay, gut. Es ist eine Sache, dass man nicht mehr an den Tisch kommt oder dass die nicht an den Tisch kommen und das Fleisch vom Spieß abschneiden. Aber die Beilagen, Entschuldigung, waren vor 2 Jahren so viel Auswahl, das haben die um die Hälfte, mindestens um die Hälfte reduziert. Es gibt kein Reis mehr, es gibt für Erwachsene keine Pommes mehr, kein Kartoffelbrei, sonst so und so. Also es ist wirklich für den Preis verdammt enttäuschend gewesen und ich finde es ungerechtfertigt, so viel Geld zu nehmen. Also da bin ich tatsächlich echt stinkig drüber. Finde ich unmöglich. Zum ersten Mal, dass wir den Europapark so stark kritisieren, wenn es um die Gastronomie geht. Ja. Wir haben nämlich vorher extra geguckt. Eine Mücke. Hat sich was gestochen? Ja, fast. Geguckt, ob es dieses Rodizio noch gibt. Und auf der Homepage steht ganz klar brasilianisches Rodizio.
Und wenn ich da hinkomme und ich frage die Kellnerin, kommen die Kellner denn noch mit den Spießen an den Tisch? Und die fragt dich, welche Spieße? Nein, die sagt Getränke. Ich mache Getränke. Ja, die hat kein Deutsch gesprochen, das stimmt. Das kommt noch dazu. Aber das war sehr enttäuschend. Also, wenn wir jetzt hier nicht von einem 4-Sterne-Hotel reden, wo das Essen jetzt auch nicht überteuert ist, okay, aber wenn ich 80 Euro zahle und nur einen Bruchteil vom Buffet habe als vor 2 Jahren und keine Fleischauswahl so richtig, ist das sehr enttäuschend. Ja. Und wir überlegen halt tatsächlich, den Europapark deswegen anzuschreiben, weil auf der Homepage steht brasilianisches Rodizio. Und das war leider kein Rodizio. Und es gab natürlich gab's Fleisch, es gab aber 2 Sorten von, vorher gab es 5 oder 6 Sorten, es gab Lamm, für Lamm ist das auch, ist nicht jedermanns Sache, genau. Und Tafelspitz. Tafelspitz war übrigens sehr lecker, muss ich sagen. Das ja, natürlich, es war vom Geschmack her auch lecker, aber es war einfach halt den Preis nicht gerechtfertigt, weil es einfach viel zu wenig ist. Also wir haben ja den Vergleich, wie es mal war ganz und genau, wie es jetzt ist. Deswegen können wir es kritisieren. Genau. Qualität war gut, es hat lecker geschmeckt. Wir sind auch satt geworden, wir haben uns ordentlich zugeschlagen. Aber von der Auswahl sehr enttäuschend. Wir sind ein sehr gutes brasilianisches Rodizio, findet ihr in Leverkusen. Und da gibt es ein sehr gutes Rodizio. Und ansonsten würde ich sagen, da gehen wir nicht mehr hin. Aber wir wollen den Abend jetzt noch mal kurz ausklingen lassen, nämlich hier vorne im Themenbereich Spanien. Da ist jetzt gleich Mini-Disco mit Ed Euromaus, dann nehmen wir euch noch mal mit. Ja, alles klar! Bitte bereit mit uns Kinderdisco zu tanzen! Okay, super! Dann würde ich sagen, kann es losgehen mit unserem ersten Lied. Wir tanzen vor, ihr tanzt nach. Los geht's! Ausgangsposition, die Hände nach oben. Und wir klatschen! Super! Perfekt, los geht's! Yeah! Achtung! Wow, jetzt kommt die Sonne weiter! Achtung! Heute ist unser Tag, wir schaffen, was wir wollen. Wir sind gut und stark, bring jetzt Stark. Fledermaus. Wir haben eine Fledermaus. Verrückt. Hier ist das Theming noch lebendig. Oh mein Gott, Baby. Die hat wahrscheinlich Millionen Krankheiten. Wir haben eine Fledermaus hier drin. Ich werde verrückt. Sieht aus wie eine Spinne. Ist aber eine Fledermaus. Oh mein Gott, bist du süß. Oh, sie ist niedlich süß. Oh mein Gott, bist du süß. Oh, wir retten dich gleich. Wir retten dich jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du süß. Wenn ihr ein E-Auto habt oder ein Hybridauto, könnt ihr vom Santa Isabel, Castillo Alcázar und El Andaluz hier vorne parken. Sind allerdings nur 2 Steckdosen verfügbar. Ich filme euch das nochmal. Und wir gehören bald auch dazu. Ab November, Ende November, bekommen wir ein Hybridfahrzeug. Und dann sind wir auch halb Strom, aber auch für lange Strecken natürlich mit Benzin unterwegs. Und Mareike wechselt jetzt ihre Schuhe. So, das war unser Aufenthalt im Castillo Alcázar. Ihr seht, heute ist das Wetter kaputt.
Wie hat es dir gefallen im Castelo Alcazar? Gut, sehr gut. Mal. Also wir haben jetzt alle Hotels durch. Ganz das genau. Das Castelo ist ein ganz schönes Hotel. Also sind alle schön, schön thematisiert. Passt gut. Wie gesagt, mit dem Essen hatten wir ein paar Schwierigkeiten, aber mein Gott. Und ja, das Bett war heute Nacht sehr hart. Also ich habe Rückenschmerzen. Welches Zimmer würdest du denn buchen, wenn wir das nächste Mal hier sind? Das mit Parkblick, Premium Plus oder das normale? Parkblick. Also die 30 Euro würden wir dann doch eher in das neue oder in das bessere Zimmer investieren. Aber im Prinzip würde ich gerne mal wieder ins Kronasa oder ins Bellroch. Wird sicherlich bald wieder passieren. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber doch relativ lange Hotelcheck gefallen. Wenn, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh, es kommt ein Audi. Und es gibt... Ich schicke Grüße raus an den Parkpapa. Liebe Grüße, Marco. Da grüße ich doch mit. Und drückt gern abonnieren, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Vlog wird auch ein Hotelvlog. Und zwar von der Nähe des Schwabenparkes. Da testen wir ein Hotel für 90 Euro die Nacht. Da kommt der nächste Vlog. Und jetzt geht's wieder in den Europapark für uns.